Hi Leute, ja, und ja, ich war endlich mal beim Friseur. Bei mich hat das auch schon abgefuckt, wie lang meine Haare waren. Und heute mache ich mal wieder einen Frag-War-Vlog. Michel Mangel fragt: Was sagen deine Eltern dazu, dass du YouTube machst? Mein Vater schaut sogar meine Videos, meine Schwester, meine Mutter eher nicht. Sagt Michel Mangel nochmal: Glaubst du, dass du irgendwann Geld mit YouTube verdienst? Also, ich habe YouTube nie angefangen, also mit der Absicht, um Geld zu verdienen. Ich mache es einfach, weil es Spaß macht. Meine Leidenschaft halt Videos zu machen und die zu schneiden und da sich so eine Community aufzubauen, finde ich, ist irgendwie cool und ja, kommt drauf an. Also Geld verdienen ist ja mehr Abos und mehr Aufrufe und so und ich denke, dazu kommen wir auf jeden Fall. Noch mehr Abos sind jetzt bei den 100, jetzt geht's los und ja, also ich denke schon. Jordan VF fragt mich: Wie war dein Zeugnis und was machst du nach der Schule? Mein Zeugnis, ich habe es eigentlich gar nicht richtig durchgelesen. Ich habe jetzt die Hälfte oder so. Ja, und wir hatten so, auf unserer Schule gibt es so ein BBR, das war eigentlich unnötig, aber ja, da hatte ich einen 2,5er Notendurchschnitt. Ja, geht eigentlich. Ach so, und mit was mache ich nach der Schule? Ich denke mal, dass er meint, was mache ich in den Ferien. Aber dazu komme ich gleich noch. XXKingXXKing hat gefragt: Wann hast du Geburtstag? Ich habe am 19.02. Geburtstag und bin im Jahrgang 2000. Dann fragt er noch: Warum hast du mit YouTube angefangen? Ja, ich glaube, das habe ich schon beim ersten Fragbarblock beantwortet. Kannst ja einfach da kurz vorbeischauen. Ich verlinke es einfach in der Beschreibung. Annick Kiels fragt mich: Wann kommt das 100-Abo-Special online und was können wir erwarten? Ja, und da knüpfe ich jetzt auch an die Frage von Jordan an, was ich in den Ferien mache. Ja, ich werde wegfahren und ich werde da versuchen, einen richtig geilen Vlog zu machen und den dann so als 100-Abo-Special hochzuladen. Das Ding ist, ich kann da nur diesen kleinen Laptop mitnehmen und mir, also ich würde am liebsten mit meinem PC schneiden, was ich ja auch machen werde, dann, wenn ich wieder hier bin, aber ich kann nur den mitnehmen und da werde ich dann halt nur die Dateien drauf machen, damit ich noch mehr aufnehmen kann auf der Kamera. Und ja, deswegen, ich werde 4 Wochen werde ich weg sein. Das heißt, dass die Videos dann halt erst danach kommen werden. Und wenn ihr dieses Video seht, dann bin ich schon seit einer Woche, glaube ich, dort. Aber ich werde euch nicht verraten, wohin ich gehe. Da könnt ihr gespannt sein und es wird echt cool. Und das war's auch schon mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben da. Und das war's. Ciao.